Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom SnowRunner. Ja, wir brauchen jetzt tatsächlich einen Holzladekran. Weil ich das nicht mehr automatisch verladen kann, was ein bisschen schade ist. Aber ich will jetzt auch nicht extra mit dem Anhänger, nur wegen dem Anhänger hier nochmal vorne zum Ding hinfahren müssen. Deswegen verladen wir das dann halt so jetzt. Und probieren mal den Holzladekran tatsächlich aus. Hat eine etwas merkwürdige Ruheposition. Aber vielleicht kann er nicht weiter runtergefahren werden. So, ist gar noch ein bisschen dunkel, aber es geht. Es wird heller. Wir haben jetzt 6 Uhr morgens, von dem her alles gut. Müssen wir nur noch unser Ziel erreichen. Er ist nicht der schnellste hier, das muss ich schon feststellen, aber egal. Könnten mal reingehen, ne? Ja, wobei die Außenansicht mag ich ehrlich gesagt in SnowRunner lieber. Ne, hier müssen wir noch nicht. Jetzt die Frage, ob ich bei dem anderen den Holzladekran hätte noch montieren können, zusätzlich zu den. Aber wahrscheinlich nicht, ne? Aber es hat sich gelohnt, dass wir den jetzt geholt haben, weil ich habe es noch, was ich echt nicht wusste. Das ist mir in der letzten Folge erst tatsächlich aufgefallen. Ich kann ja, wenn ich die Torx kaufe, kann ich ja eine Vorschau machen und gucken, was ich denn alles an Rahmen aufsetzen montieren kann. War mir vorher echt nicht bewusst gewesen. Ich spiele schon so lange SnowRunner und das ist mir noch nie aufgefallen. Allerdings bin ich halt auch selten im Truckshop, muss ich sagen. Das könnte vielleicht ein Grund sein, ne? So, dann gucken wir mal, dass wir das Holz jetzt geladen kriegen. Ups. Moment, das passt nicht. So, die erste Ladung kam mal drauf. Ich habe noch nie mit dem Holzladekran hier gearbeitet in SnowRunner. Ich kenne das nur von von MudRunner. Stützen ausfahren. So, Kranmodus. Drehen.
Greiferdrehung. Runter. Okay, das war schon mal Käse. Okay. Reicht das schon? Ich muss gerade mal den Truck wechseln. Entladen, ne? Müssen wir entladen machen? Fracht verladen. Okay, die muss ich also noch erst richtiger platzieren. Okay, also grundsätzlich war das schon mal nicht verkehrt, was wir gemacht haben. Ups. So, nächster Versuch. Richte sie bitte im Laderaum aus, um fortzufahren.
Muss der weiter in die Mitte oder was? Ich habe das noch nie gemacht, deswegen entschuldigt, wenn ich mich hier gerade ein bisschen doof anstelle. So. Jetzt. Was will er mir damit sagen? Wie muss ich die ausrichten? Der im Anhänger müsste doch perfekt sein, oder? Sind die hier das Problem? Ich fahre mal ein bisschen zurück. Ist jetzt besser? Ich habe keine Ahnung, wie genau die liegen müssen. Wie gesagt, ich habe es noch nie gemacht. Oh. Einige Stämme sind uneben platziert. Was auch immer das heißen mag.
Jetzt könnte ich es verstehen, wenn er meckert. Aber was hatte er eben für ein Problem? Na. Kann ich keine Zwischenstufe fahren? Ich drücke immer wieder die falschen Tasten. Nein, so war das nicht gedacht. Wie genau müssen die denn liegen? Ich verzweifle hier langsam. Wie genau müssen diese blöden Stämme denn liegen? Wenn ich das wüsste. Einige Stämme sind uneben platziert. Wie müssen diese bekloppten Stämme platziert werden? Meine Herren, ich weiß es nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Ich beende die Folge mal an dieser Stelle. Ich gucke mir das gerade mal an, ob ich da irgendwo was zu finde, wie denn diese Stämme hier platziert werden müssen. Weil wie gesagt, mir gehen gerade die Ideen aus. Deswegen ja, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und ihr seid auch das nächste Mal mit dabei, wenn wir dann vielleicht diese bekloppten Stämme vernünftig beladen können. In diesem Sinne, ich sage danke und tschüss. Bis zum nächsten Mal.